Ausbildung ist das zentrale Thema einer jeden jungen Ärztin, eines jeden jungen Arztes. Und alles, was uns von Ausbildung abhält, ist natürlich schlecht. Ich denke da an die überbordende Bürokratie, an die vermehrten Tätigkeiten am Computer, Dokumentationsarbeit. Und ich sehe es ganz klar als meine Aufgabe, diese Dinge aufzuzeigen, anzusprechen, aufzuarbeiten und dementsprechend zu verbessern. Am besten lehrt die Lehrpraxis. Das zeigte erst unlängst wieder die Ausarbeitung der bundesweiten Turnusärzte-Evaluierung. Da haben wir gesehen, dass von Nord bis Süd, von West bis Ost die Lehrpraxis mit einem glatten sehr gut beurteilt wurde von unseren jungen Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, das fix zu implementieren in die nächste Ausbildungsreform. Die Arbeitszeiten sind ganz klar etwas, wo ich für uns als Standesvertreter dringenden Handlungsbedarf sehe. Ich erlebe es selber in jedem Nachtdienst und ich höre es jeden Tag von Kolleginnen und Kollegen, dass sie in ihren Nachtdiensten kein Auge mehr zumachen können, dass es keinerlei Ruhephasen mehr gibt, dass faktisch durchgearbeitet wird. Und ich bringe immer den Vergleich, indem ich frage, wer würde schon gern zu einem Piloten ins Flugzeug steigen, wenn er von selben weiß, dass er 25 Stunden nicht geschlafen hat? Bei der Karriere ist es uns jungen Ärztinnen und Ärzten wichtig, dass sie planbar ist. Dass ich weiß, ich starte heute hier und über diverse Karriereschritte erreiche ich dann letzten Endes mein Ziel. Ist ganz klar eines der zentralen Themen für jede Ärztin, für jeden Arzt. Ich weiß es selber aus vielen Gesprächen mit erfahreneren Oberärztinnen und Oberärzten, die mir gesagt haben, ich selber habe meine Kinder eigentlich nur auf dem Foto groß werden sehen. Für mich kann ich behaupten, und ich glaube, da spreche ich doch für den Großteil meiner Generation, das wollen wir nicht. Wir wollen bewusst auf die Work-Life-Balance hinarbeiten, auf eine gute, ausgewogene Work-Life-Balance.